Und damit ein recht herzliches Willkommen zu unserem Let's Play Ark Aberration, Freunde. Es geht weiter im Takt. Jones, was haben wir denn heute vor? Jones? Alter, einmal mit Profis. Nee, Spaß beiseite. Heute bin ich mal ganz alleine am Start. Ich habe heute vor, beziehungsweise geplant, eine Roll Red zu tamen. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt gleich. Als allererstes möchte ich euch zeigen, was ich herausgefunden habe, beziehungsweise ist das wieder so ein kleiner Abspaßmoment von mir. Und zwar, der Drake kann auch als DJ fungieren. Und zwar, guckt es euch an. Wiko, 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 wiko. Alter, ist das geil! Ohne Scheiß. Guckt es euch an. Wicke, 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 wicke. Also, Freunde, DJ Drake ist in der Haus. Nein, Spaß beiseite. An der Stelle auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön für die ganzen Liker, für die ganzen Views und für die ganzen neuen Abonnenten. Ey, ohne Scheiß, Freunde, es macht so Spaß. Und ich glaube, euch macht es auch Spaß, hier zuzugucken beim Let's Play. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Macht weiter so, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Gut, zurück zum Thema, zum Wesentlichen. Was brauchen wir? Um die Roll Red zu tamen, brauchen wir Bienenhonig. Haben wir jetzt rausgefunden. Und ja, den muss ich jetzt organisieren. Da möchte ich euch noch dran teilhaben lassen. Also, ich wage mich mal da dran und versuche mir, ja, den Honig zu sammeln. Jetzt kriege ich wahrscheinlich erstmal wieder voll auf die Fresse von den Bienen. Au, 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 au. Die mögen das nämlich nicht, wenn man den scheiß Honig klaut. Ah. Lasst mich in Ruhe. So. Ich habe eben schon mal getestet. Deswegen habe ich schon ein bisschen mehr Honig im Inventar. Der ist aber schon abgelaufen. Oder teilweise schon abgelaufen. Aber hier sind noch zwei, drei Bienenstöcke mehr. Ich weiß nicht, wie viel Honig wir letztendlich brauchen. Deswegen nehme ich da noch ein bisschen mehr mit. Scheiße, ich muss hier rechts hoch. Und dann werden wir mal sehen, ob wir das Ding hinbekommen. Ich würde so gerne eine haben, ohne Scheiß. Die sehen so cool aus. Jetzt schnetzen wir aber erstmal den Raptor hier weg. So. Genau, hier oben waren nämlich noch zwei. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so auf den Sack kriege, dass ich sterbe. Aber es müsste normal passen. Also unser Leben ist ja schon wieder, sieht schon wieder ganz gut aus. Ich esse mal ein bisschen Fleisch, damit es nochmal ein Stückchen hoch geht, das Leben. Und dann schauen wir mal, dass ich das jetzt hier so wieder... Ja, Honig. Au, 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 au. Alter, what the fuck? Oh, au, au, au. Scheiße, 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 ich bin tot. Okay, das war's. Oder? Überlebe ich's? Oh, das wäre natürlich der Shit. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Alter, Wahnsinn. Ach du Scheiße. Also ungefähr mit, ja, mit 17 HP und vielleicht ein bisschen weniger überlebt. Ach du Scheiße. Warum war denn das hier so heftig? Krass, die waren ja richtig aggro, die Viecher. Gut. Ich hoffe mal, dass die 12 Stück jetzt reichen. Ich werde jetzt eine Roll Red suchen und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Ne? Also, kurzer Cut. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich bin ein bisschen rumgeflogen, habe mal gerade eine gesucht und jetzt haben wir eine gefunden. Level 48 und jetzt muss es, glaube ich, schon schnell gehen. Die hat hier ein Loch gebohrt und da müsste ich jetzt theoretisch den Honig reinwerfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich probiere es einfach mal und zwar möchte ich gern einen, bitte. Ich drop den jetzt. Aber dann wird er den doch nicht fressen, oder? Nee, Alter, warum bist du denn jetzt so? Die alte Ratte hätte ihn gefressen, ohne Scheiß. Was ist denn mit dir? Okay, so hat es schon mal nicht funktioniert. Das war schon mal prima. Das Ding ist, ich mache es natürlich jetzt auch zum allerersten Mal. Ich habe nur gelesen bzw. gehört, wie man es macht. Wir müssen dann mal gucken, dass ich da jetzt irgendwie eine Lösung... Wow, jetzt gräbt sie sich ein. Nice, 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 nice. Okay. Hallo? Hallo, Frau Ratte? Herr Ratte? So, die werden halt aggressiv, wenn man denen, ja, wenn man denen, ah ja, nein, nein, aufheben, 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 ist falsch. Wenn man denen, Entschuldigung, die Gems klaut. Aber so hat das schon mal nicht funktioniert. Gut, wir machen an der Stelle einen Cut. Ich guck mal, wie es am besten, oder wie wir es am besten hinbekommen. Kleinen Moment. So, Freunde, da bin ich wieder. Die Ratte müsste sich jetzt jeden Moment einbuddeln. Ich glaube, ich bin schon auf dem ganz richtigen Weg, Wir müssen auf jeden Fall mit dem Honig arbeiten. Wenn sie sich jetzt eingräbt bzw. ausgräbt, muss ich, glaube ich, einfach den Null-Slot drücken. Perfekt. Und dann ist sie gezähmt. So, nicht einfach hinwerfen, sondern wirklich warten, bis
die Ratte sich eingebuddelt hat, dann den Null-Slot drücken und dann ist sie gezähmt. So, und wir haben unsere Roll Red. Ja, Mann. Nice. Ich freue mich. Wow, was wir mit dem Ding so alles anstellen können, das zeige ich euch natürlich auch gleich noch. Wir machen an der Stelle nochmal einen ganz kurzen Cut. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich dachte vielleicht, die braucht 2, 3. Macht aber nichts. Also ich bin gar nicht unglücklich. Ich zeige euch, was wir für den Sattel brauchen. Und dann zeige ich euch natürlich, was wir, wie gesagt, mit der alles anstellen können. Also Freunde, bis gleich. So, und da sind wir am Ort des Geschehens. Beziehungsweise möchte ich euch jetzt gerne zeigen, was man letztendlich für den Royal Red Sattel braucht. Nicht wundern, wo ich mich jetzt gerade befinde. Wir sind schon in der neuen Base. Die habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Beziehungsweise habt ihr noch nicht gesehen. Da bitte keine Sorgen machen, da kommt nochmal ein separates Video. Ich denke mal morgen dann, beziehungsweise vielleicht noch als zweite Folge, muss ich mir mal überlegen. Da habe ich immer so ein paar Mitschnitte gemacht von dem, was wir gebaut haben. Da werde ich ein bisschen Musik drunter legen, damit ihr euch angucken könnt, wie das Ganze hier entstanden ist. Also es ist auf jeden Fall richtig cooler Shit, aber da möchte ich euch jetzt noch nicht spoilern, sondern guckt euch einfach das Video dann an. Es wird auf jeden Fall lustig. So, was brauchen wir für die Royal Red oder für den Sattel? Ich habe das eben schon mal gepult. Einfach hier oben Royal Red eingeben, ne? Oder Royal reicht bei mir jetzt schon. Und dann seht ihr hier, okay, wir brauchen Fasern, grüner Edelstein, Leder, Metallbarren und Zement. So, da machen wir doch direkt einen. Also ist gar nicht so teuer, ne? Es geht von den Ressourcen her. Und ja, gut, Metallbarren 425 ist schon ein bisschen was. Aber ich glaube, es lohnt sich, Freunde. Ich glaube, es lohnt sich. Ich nehme den jetzt mal mit. Und dann werden wir uns gleich wieder bei der Royal Red sehen. Die habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen. Und dann zeige ich euch, was wir so mit der Royal Red alles anstellen können. Also bis gleich, Freunde. Bäm! Da sind wir am Start. Und ich habe den Sattel schon mal ausgerüstet und habe die gute Ratte auch schon mal umbenannt. Sie ist übrigens weiblich, das habe ich eben gar nicht gesehen. Sie heißt jetzt Mrs. Rattig. Wir werden dann natürlich sehen, dass wir auch noch Mr. Rattig kriegen. Und dann halt nochmal 2, 3 Babys machen können. Obwohl, wir checken gerade mal. Ja, aktiviere Wandern zum Paaren. Also das dürfte gehen. Da werden wir dann auf jeden Fall ein Baby noch produzieren und euch ein süßes Rattenbaby zeigen. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Aber dazu dann später mehr. Das machen wir wahrscheinlich so zwischendrin mal in der Folge. Gut, was ist wichtig zu sagen? Ja, das gute Stück hat 3 Sitze, so wie ich das sehe. Vielleicht ist da noch ein 4. Nee, also da können bis zu 3 Leute drauf reiten. Also könnte jetzt noch der Jones und der Machi könnten damit aufsteigen. Das wäre kein Problem. So, was können wir damit machen? Ich muss es selber probieren. Ich habe sie, wie gesagt, selber noch nicht gesteuert. Ich glaube aber, ich habe da schon 2, 3 Sachen gesehen. Wir leveln die mal ganz kurz. Ich pushe jetzt einfach mal aus dem Leben. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich Traglast oder so, wenn wir die zum Farmen benutzen sollten. Wäre ganz interessant, aber da schauen wir dann mal. Gut, Rechtsklick. Okay, das hatte ich erwartet. Rollt die gute sich. Ah, jetzt backe ich hier fest oder wie oder was? Kann man damit farmen? Nee, okay, mit dem Rechtsklick kann man nicht farmen. Linksklick baut sie Holz und Bären ab anscheinend. Und gar nicht mal so wenig. What the fuck? Wow! Oh, wow, Freunde. Krass. Guck mal, wie viel Holz die da reinkriegt. Okay, jetzt bin ich überladen. What the fuck? Also, Holz und Bärenfarmen ist kein Problem mehr. Also, wenn da jemand Bedarf hat oder sich gefragt hat, wie macht man das am besten. Ganz klare Empfehlung geht raus an die Royal Red. Und es ist ja, wie gesagt, auch recht easy, die zu tamen. Also, da brauchen wir uns echt keine Gedanken machen. Nice. Gut, prima. Dann wüssten wir das schon mal. Und die ist schnell, verdammt. Also die ist echt richtig schnell. Hut ab. Und die ist ja jetzt, das war jetzt ein Billo-Level, ne? Also Level 48 oder was mir die gezähmt haben. 76 kommt so raus. Da macht es auf jeden Fall Sinn, hier ein Gewicht zu pushen. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen Stamina. Stamina. Sorry, Leute, ich habe halt echt ein Problem mit dem Wort. Es tut mir leid. Aber guckt es euch an, ey. Wow. Und mit der Maus kann man die dann auch steuern. Ich wollte eben mit WASD, aber das ist nicht so clever. Und die, wow, die verbraucht kaum Stamina. Guckt mal. Guckt es euch an. Und man ist richtig, richtig schnell unterwegs. Das ist ja der Shit. Was macht die auf C? Auf C finde ich jetzt nichts. Okay, nee, krass. Ich will nur mal gerade mal an einem Stego testen. Was hatten die an Leben? 2, 3. Mili hat die 169. Wir gucken mal, ob wir da vielleicht irgendwie... Ah! 71 Schaden ist jetzt nicht so der Bringer, aber der Stego kommt gar nicht an uns ran. Die hat anscheinend auch so eine Zurückwerfattacke. Entschuldigung für den Ausdruck vielleicht, aber nice, freue ich mich. So, was bist du? Wenn die jetzt natürlich männlich ist, dann nehmen wir die direkt noch mit.
Männliche Royrat 64, die nehmen wir instant mit, Freunde. Und dann zeigen wir euch, beziehungsweise zeige ich euch jetzt auch gleich noch die Babys. So. Okay, das war nix. Das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Ist sie schon am Zähmen? Vielleicht nochmal? Kleinen Moment. Nein. Okay, wir warten kurz. So viel Zeit muss sein, Freunde. Oh, geil. Naja, ihr habt es ja gesehen. Ich werde die mir jetzt noch zähmen und dann zeige ich euch. Oder machen wir gleich noch eine Paarungsfolge, oder? Also machen wir alles in einem. Also, Freunde, ich zähme mir die noch schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, und da habe ich die zweimal aufeinander geschickt, wenn ich das mal so höflich ausdrücken darf. Ihr seht, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden und dann kommt endlich ein süßes Rattenbaby. Ich hoffe, es ist so süß, wie ich es mir erhofft oder wie ich es mir erhoffe. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. 4. Komm schon. Zeig es. Tu es. Oh, da ist es. Endlich. Komm her, Baby. Komm, ich will dich zeigen. Komm her jetzt. Tu es. Oh, guck mal. Eins kleines Rattenbaby. Oh, schön. Da freue ich mich. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was die fressen. Ich habe jetzt einfach mal Fleisch und Bären an den Start gebracht. Ich denke, die werden eher Bären. Ja, genau, fressen Bären. Das hatte ich mir gedacht. Deswegen kloppt mir der jetzt die Bären da rein. Und dann kannst du schön essen. Oh, guck mal, wie süß das ist. Oh. Nice. Also, wie das mit dem Paaren funktioniert, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Ne? Also, einfach die Tiere, beide Tiere auf Wandern stellen, U drücken. Und dann wird das Weibchen schwanger. Und ja, wie ihr gesehen habt, kommt dann irgendwann hier das Baby raus. Nur den Zeitsprung wollte ich euch jetzt ersparen, beziehungsweise habe ich jetzt einfach mal gedacht, schneide ich noch mit rein. Schön. Was ich euch noch zeigen will, also ich habe das ja, wir haben das ja eben schon mal abgecheckt. Das ist ziemlich krass, also wirklich. Ich nehme jetzt einfach mal das Männchen, mach mal hier ein bisschen was in Stamina und in Gewicht. So, und das ohne Spaß. Ich habe jetzt nochmal U gedrückt. Das ist echt krass, also diese rechte Maustaste, wenn die Viecher sich rollen, die werden übelst schnell, Alter. Die werden richtig, richtig schnell. Und das macht, by the way, auch Schaden, ne? Also, wenn man das jetzt so eine Weile durchlaufen lässt. Ey, guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. So schnell kommt man über keine Map. Und vor allen Dingen, du hast nichts im Weg. Also, dir steht nichts im Weg. Der schnetzelt einfach alles weg. Boah, das waren jetzt harte Lecks. Das hatte nichts mit der Aufnahme zu tun. Wow, was ist denn hier los? Wahrscheinlich, weil ich jetzt hier so rasend schnell durch die Gegend bin, keine Ahnung. Aber dafür lassen die sich ganz komisch steuern. Also das ist wirklich übel, was die für einen Wendekreis haben. Aber wenn man dann einmal hier in Fahrt ist mit der Rolle, dann geht's gut vorwärts. Also Hut ab. Ich könnte mir jetzt gerade aktuell kein Landtier vorstellen, was wirklich schneller ist. Wirklich nicht. Also ich glaube, das ist somit das schnellste Fortbewegungsmittel, was man hier bei Aberration hat. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Boah, bremsen, Boy. So, gut. Das ist wahrscheinlich heute eine eher kürzere Folge. Es tut mir leid. Ich muss das Baby noch auf deaktivere Wandern stellen. Sonst läuft mir das gleich wieder sonst wohin. Ich hoffe trotzdem, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Wir machen an der Stelle Schluss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und dann, ja, sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.